Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde Dimebag mit Franzi Unboxing. Ich habe wieder ganz viele Sachen hier liegen von Kraft Art Club. Da wird es zwei Videos für geben, weil es einfach zu viel ist. Das würde das Video ins unendlich lange ziehen, das ist auch doof. Genau, wir fangen jetzt auch gleich an. Ich werde alles, die Produktlinks, alles in die Infobox packen. Ihr könnt auch gerne mal bei mir in Instagram vorbeigucken. Den Link packe ich dann auch in die Infobox. Oder in meine Dimepainting-Gruppe in Facebook. Dimepainting Family heißen die. Da könnt ihr auch gerne vorbeigucken. Ne? Und ich hätte jetzt nicht mehr viel gelabert. Ich hätte direkt angefangen. Ich habe jetzt so wundercoole Dinge liegen. Haha. Wunderschöne Dinge liegen. Vier Dinge habe ich hier liegen. Und ich fange mit. Es sind auch vier verschiedene Dinge und eins davon habe ich noch nicht gesehen. Das ist cool. Wir fangen auf jeden Fall mit dem ersten hier an. Das ist ein Pentant, steht da. Ja, ich weiß nicht, ob das Deutsch hat. Ja, dass man schön halt hinhängen kann. Mir hat der Baum ganz schön gefallen. Dieser Lebensbaum. Ich nenne ihn Lebensbaum. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Den fand ich eigentlich ganz schön. Wie nennt man das? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Da was zum Hinhängen. Okay, let's go. Auch hier haben wir einfach wieder ein Toolkit, ein ganz normales Schälchen, Platte, Wachs, Tütchen und Stift. Und hier ist einfach mal der schöne Baum. Ich finde den mega schön. Der hat mir echt gut gefallen. Doch, der sieht cool aus. Der sieht cool aus. Auch die Leinwand da drauf ist tippitopp. Der sieht echt cool aus. Dazu natürlich die Ketten und Steinchen dafür. Ich zeige euch mal kurz mal raus. Sieht dann so aus wie so, ich mach mal so lieber, wie so Diamanten. Die kommen hier unten dann so hin. So rum doch, so rum. Und wir haben natürlich dann auch die Ketten dafür. Moment, ich packe die mal kurz raus. Ich zeige euch das mal so. Fand ich echt cool. So, so. Und dann haben wir auch diese Ketten dazu. Die Kette für oben, also für hier oben, dass man es schön aufhängen kann. Und dann diese kleinen Kettchen für hier. Das sind echt so ganz kleine. Moment. Für hier dann, damit diese Steinchen so ein bisschen in der Luft sind. Also ich kann es echt gut vorstellen, wenn dann irgendwie Licht drauf geht, dann funkelt das unheimlich schön. Das kann ich mir echt mega vorstellen. Deswegen habe ich das auch mitgenommen, weil ich es einfach mega süß fand. Mitgenommen, also mir dazu genommen. Und ich finde es echt interessant, da bin ich echt gespannt drüber. Das wird ein cooles Ding, das da. Und da bin ich echt gespannt drauf. Der gibt es ja so schön, ne? Und hier dieser, ich nenne den Lebensbaum, finde ich einfach mega. Ich zeige euch auch die Steine, es sind jetzt nicht wahnsinnig viele und man sieht die auch nicht wahnsinnig bunt, weil sie einfach nur grün-braun ist. Deswegen brauche ich die gar nicht raus. Und die sind größer, die Steinchen, als die. Und diese Steinchen sind größer als für die. Na, das war das erste. Das, ich poste, wie euch gesagt, den Info, also den Link für die Produkte in die Infobox. Mein Gott, ein bisschen verwirrt heute anscheinend. Oder ich will zu schnell reden. Das ist auch immer so meins. Das fand ich aber auf jeden Fall ganz cool. Packen alles mal wieder rein. So. So, das ist das erste. Das zweite Produkt fand ich auch mega cool. Leider kam das so an. Also das Zeug ein bisschen in der Tüte. So leider. Ist ärgerlich, ist aber nichts kaputt. Der Karton ist einfach kaputt. Ich pack's mal raus, dann zeige ich euch den Karton mal richtig. Leider ist er echt kaputt. Ich muss mal gucken, ob ich den nochmal hinkriege. Ich glaub's nicht. Das ist eine 3D-Moon-Lampe.
Das finde ich ja mal mega cool. Also, ihr kennt ihr bestimmt diese Lampen, ne? Aber als dieses Tierchen. Und das hat mir ja richtig gut gefallen. Okay, da muss ich die Batterien reinschauen, da sind keine drin. Das habe ich mir schon fast gedacht. Guckt mal an, wie süß das ist. Bitte guckt es euch mal an. Das müsst ihr bekleben, ne? Hier unten kommen die Batterien rein, logisch, ne? Aber das ist so ein süßes Tierchen. Guckt es euch an, wie süß. Und wir haben dazu ganz viele Steine und die sind mega hübsch. Hoffentlich kommt jetzt die Kamera jetzt rüber. Guckt mal, wie die blink blink machen. Boah, die sind mega hübsch. Dann haben wir auch richtig schöne, also die sind ja mega schön. So gelbe blink blink Dinger. Unten wir haben schwarz, ne? Gelb ist fürs Auge. Die anderen, die ersten, was ich gezeigt habe, Riesenpack hier, ist für den Körper. Das Gelbe ist für die Augen. Und das Schwarze ist auch für die Augen. Da bin ich echt gespannt. Habe ich noch nicht gemacht. Ich habe das jetzt so oft schon gesehen, ne? Mich hat das einfach interessiert. Und an der Lampe fand ich das einfach mal mega cool. Hier haben wir auch den Kleber dafür. Und auch hier haben wir ein ganz normales Toolkit dabei. Eine kleine Blätterbox, ein Schälchen, ein Stiftchen und Tüten, ne? Aber das finde ich coole. Das beklebt man dann komplett. Habt ihr wahrscheinlich schon mehr mitgekriegt als wie ich, aber ich finde das einfach cool, weil es halt auch als Lampe ist. Es ist nicht nur einfach zum Hinstellen fertig, es ist eine Lampe. Das finde ich einfach mega cool. Wir haben halt echt, also man hat dann schon wirklich ein bisschen was zu tun, ne? Wenn ihr mal guckt, was für ein Batzen ist das an Steinen. Aber diese gelben und diese rosa, ich finde die voll schön. Sehr schön, oder? Also das fand ich auch mega cool. Musste natürlich auch mit. Ich kann es aber auch nicht sagen, was für ein Tierchen es sein soll. Auch Eule könnte es sein. Ich habe am Anfang gedacht, das Schweinchen. Und bei den Karton muss ich gerade echt gucken, ob ich den nochmal hinkriege, weil der kam leider so kaputt an. Ist ja nicht weiter schlimm, aber zum Lagern wäre das schon cool, wenn er wieder ganz wäre. Weil ich will hier, dass alles zusammenbleibt. Wisst ihr nicht, dass ich erstmal 15 Tage lang suchen muss, wo ist mein Zeugchen? Das wäre nicht so cool. Ja, geht so einigermaßen. So, dann haben wir einen mega, 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 mega coolen Stift. Der ist mega. Ich zeige euch hier mal richtig. Guckt mal, da sind sogar hier Steine drin. Ich finde den mega cool. Es habe ich gedacht, was ist das? Was ist das? Es ist einfach ein Stift. Es ist ein Stift. Er könnte mir nicht sagen, dass das nicht cool ist. Die gibt es, glaube ich, im Blau und in Lila noch. Die gibt es ohne diesen Steinchen drin und die gibt es mit diesen Steinchen drinnen. Aber ich fand die mit den Steinchen eben halt mega cool. Wir können es auch oben aufmachen, glaube ich, und die rausmachen, aber das will ich nicht. Weil ich das einfach so mega cool finde. Da will ich auch mal painten. Auf jeden Fall, ich finde den so cool. Einfach ein ganz normaler Dreier-Painting-Stift. Aber dieses Steinchen, das ist einfach. Aber das blinkert richtig. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so rüberkommt. Ist ein wunderschöner Stift. Und ihr könnt ihn halt einfach auch irgendwo so hinstellen. Also ich wusste echt am Anfang auch nicht genau, was das ist. Aber ich finde ihn richtig cool. Also das hat mir richtig gut gefallen. Gibt es im, wie gesagt, im Lila und im Blau noch. Saucoole Sache. Und das habt ihr wahrscheinlich auch schon längst. Aber ich habe es jetzt erstmal mitgenommen. Eine Schablone, weil ich mit runden Steinen meine Probleme habe. Es ist komisch, mit eckigen Steinen kann ich so gut arbeiten, ne? Mit runden eben nicht. Und da habe ich mir diese Schablone ausgesucht. Kennt ihr bestimmt schon. Ich will es jetzt einfach mal ausprobieren, ob ich wirklich damit sauber arbeiten kann. Wäre natürlich mega gut, aber mit runden, wie gesagt, habe ich echt meine Probleme. Eckige kein Problem, alles super, aber das sieht man halt mega, ne?
Aber mit Runden, ne, habe ich wirklich Probleme. Deswegen habe ich gedacht, packe ich mir mal so ein Lineal rein und probiere es dann einfach einmal aus, wenn ich was Rundes painte. Genau, das war's eigentlich. Ich habe dieses Lineal, dieser Stift, dieser wunderschöne Baum, ich finde ihn immer noch Kohle. Und diese Lampe. Genau, und das war's eigentlich. Alles dazu poste ich euch in der Infobox. Ihr könnt gerne mal vorbeigucken. Über einen Daumen nach oben würde ich mich mega freuen. Über jeden neuen Kommentar und Abonnenten auch. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss, eure Franzi. PS, die Überraschung kommt bald.